Moin, willkommen hier in meiner Garage. Heute geht es wieder um meinen kleinen Russen. Ich habe mal ein paar Überlegungen darüber gemacht, warum er gestern versagt hat, beziehungsweise im letzten Video. Und bin halt zu einem, ja, Ergebnis gekommen, was eigentlich meine eigene Blödheit ist. Aber naja, schaut selbst. Ich habe diesmal nur den Tank etwa halb voll gemacht, normal vorgeheizt. Jetzt funktioniert er einwandfrei. Okay, hier ist relativ windstill. Ob das jetzt großartig was ausmacht, weiß ich nicht. Ich probiere es jetzt erstmal aus und dann sehen wir weiter. So, liebe Leute, nachdem ich im letzten Video ein Versagen meines Kochers ja, mokiert hatte, ist mir Folgendes eingefallen. Es ist so, da dieser Kocher ja, in keinster Weise irgendwo eine Benzinpumpe hat, baut sich beim Vorheizen in dem Tank durch verdunstendes Benzin ein gewisser Druck auf. So. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn dieser Druck ja auf die kleine Fläche von, sagen wir mal hier, diesem Einfüllstutzen ja, begrenzt ist, wird der Druck nicht hoch genug und beziehungsweise kann auf die Fläche von dem Benzin nicht richtig ja, draufdrücken. Sprich, die Luftblase wäre zu klein. Wenn ich jetzt, da habe ich mir ja überlegt, wenn ich den Tank nicht bis randvoll fülle, vielleicht funktioniert das dann besser und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Heute mal nicht ganz so viel. Mal gucken. Eine extra Taschenlampe mitgenommen. Halb voll sein. Dann machen wir jetzt hier mal zu und heizen den erstmal vor. Und ich zudrehe. Bisschen Benzin in die Schale laufen lassen. So. Und alles. Schutz ein bisschen auf. Und abwarten.
jeden Fall klemmt hier das ordentlich. Ah, zu lange gewartet beim Aufdrehen. Wie ihr seht, der ganze Kocher ist so ziemlich verrußt. Das sagt mir, dass das Ganze irgendwie nicht heiß geworden ist. Also zumindest nicht richtig heiß geworden ist. Ich sehe, hier ist gerade was undicht geworden. Also wirklich will er nicht. So wie er jetzt brennt, sollte er eigentlich durchgehend brennen. Meine Theorie gerade bestätigt. Also bei dem Kocher darf man den Tank nicht zu voll machen.
Tank niemals einmal voll machen. Und dann funktioniert das auch. Ich werde das demnächst noch mal draußen testen. Wie ihr sehen könnt. Moment. Das Prallblech ist jetzt nicht mehr ganz so doll verrußt wie vorher, auch sag ich mal, der Brenner tropft nicht mehr. Und ja, funktioniert jetzt einwandfrei. Das wird jetzt ein Versuch. Also das muss ich mir merken. Niemals ganz voll machen den Tank. Dann klappt das auch. Also anscheinend ist der Koch unverwüstlich. Man muss halt so ein paar Sachen beachten. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.